Ich bin Philipp Stephan, ich bin Redakteur beim Make-Magazin. Ich bin auch der Community-Manager, das heißt, ich halte so den Kontakt zu dieser Szene eigentlich. Und das Make-Magazin ist sechsmal im Jahr so ein Magazin, wo es um kreativ mit Technik geht. Das ist unser Untertitel. Und wir präsentieren da halt ganz viel Bauanleitungen, Grundlagen, sehr viel technischer Natur. Und wir machen dazu auch noch ein Festival, das Maker Faire heißt. Da kümmere ich mich inhaltlich drum, wo halt in verschiedenen Städten sich diese Maker, also diese kreativ arbeitenden Leute, die halt mit allerlei neuen Werkzeugen arbeiten und im Internet sich vernetzen, dann auch zeigen, was sie machen. Und das sind dann so die Community-Events, wo man sich ja lokal, überregional dann einmal im Jahr trifft. Die erste Maker Faire war 2005 in Kalifornien. Das heißt, das kommt aus demselben Stall wie dieses Make Magazine. Das heißt, das war mal eine Ausgründung vom O'Reilly Verlag in Amerika, weil sie da die Idee hatten, guck mal, das ist doch ein Thema, da könnte man drauf gehen, nicht nur Computern, sondern auch wieder Physical Computing hieß es denn ja, also ein bisschen mehr was machen mit Hardware und so. Und von da hat sich das halt so in Amerika und dann auch in verschiedenen anderen Orten in der Welt so ein bisschen entwickelt. Und seit 4 Jahren machen wir das halt in Deutschland. Wir sind gerade hier im FabLab Berlin in der Prenzlauer Allee. Das ist ein relativ großes FabLab, würde ich sagen, in Deutschland. Hier angeschlossen und so ein bisschen finanziert von einer großen Firma, Konzern Otto Bock, der eigentlich so Prothetik macht. Und wir sind hier tatsächlich in einem temporären Gebäude, weil hier ein ganzes Areal, ein ganzes Stadtviertel im Wesentlichen jetzt hier umgebaut wird. Götzow Brauerei hieß das früher, das gehört halt der Firma Otto Bock. Und hier ist halt dieses Fabrikationslabor, davon gibt es ja sehr viele in Deutschland und rund um die Welt, mit jede Menge Maschinen, ne? Mit Lasercuttern, 3D-Druckern, Fräsen, jede Menge Werkzeug. Wir sitzen hier gerade in der Elektronikwerkstatt, hier wird also gelötet und solche Sachen. Ja, und das ist, wir merken es auch gerade beim Interview, sehr voll. Hier brummt's und hier machen Leute alles Mögliche. Ich glaube, es wird hier von Raum zu Raum immer lauter. Also hier beim Löten ist es oder Bügeln ist es noch relativ leise. Dann kommen die Lasercutter, die summen so ein bisschen. Dann kommen die Fräsen, die sind schon so ein bisschen lauter. Dann kommt so eine die richtig große Fräse und die Metallverarbeitung. Das heißt, je weiter man durchs Gebäude geht, desto lauter wird es in den eigenen einzelnen Räumen hier. Und dann gibt es halt natürlich noch einen großen Bereich, wo man so gemeinsam arbeiten kann, Coworking. Man kann sich hier einmieten, wenn man konkret mit seinem Startup an einem Projekt arbeitet und dann den Zugriff auf die Maschinen braucht. Und hier finden natürlich auch jede Menge Events statt. Also jetzt gerade, als ich das sagen darf, in den Osterferien passieren hier gerade ganz viele Workshops mit Schulkindern. Also die Maschinen sind ja hier ständig da und man kann sich halt hier einmieten, halt so je nachdem, wie man es braucht. Da gibt es ein abgestuftes Preissystem. Ist für die Maschinen auch je nachdem unterschiedlich, ne, wie teuer die sind und wie viel Dreck sie machen. Und das heißt, man kann hier reinkommen und dann so ein bisschen bedarfsgerecht dann an die Geräte gehen und dafür dann auch bezahlen, wenn man hier die Nutzung braucht. Maker-Kultur ist eigentlich sehr viel dieser ganze Selbermachbereich bei uns im Heft und ich glaube auch in Orten wie in diesem FabLab ist es immer so das mit der Technik. Sprich, man hat digitale Tools, man arbeitet natürlich immer noch am Computer, aber nutzt den eher zum Entwerfen, hat den Geräte, die einem da bei der Ausführung helfen. Das sind also nicht mehr nur die Werkzeuge, die man früher hatte, die gibt es natürlich immer noch, sind aber sehr viele digitale Werkzeuge, wie halt der 3D-Drucker, das heißt, ich gestalte am Computer und der 3D-Drucker erzeugt mir denn in Kunststoff oder anderen Materialien in 3D zum Anfassen das, was ich designt habe. Das sind andere Geräte, die es schon früher gab, Fräsen, Lasercutter funktioniert so ähnlich, halt nur mit dem Laser, das heißt, aus Kunststoff, Metall, Holz kann ich hier Teile aussägen und bauen. Und das ist so die Maker-Kultur, glaube ich, in einem engeren Sinne. Im Deutschen hat man ja oft von diesem Heimwerkern gesprochen. Die verstehen sich da, glaube ich, noch nicht so als Teil davon, obwohl es irgendwie eigentlich auch dazugehört. Dann gibt es diesen ganzen Handarbeits-Crafting-Bereich, also da, wo es eher um Stoffe geht und so. Wir sind hier tatsächlich im Raum, wo auch gebügelt und genäht wird. So. Ich würde das halt schon dazu fassen. Wir sehen halt, dass auf diesen Maker-Fairs tatsächlich diese gesamte Bandbreite da ist. Im Internet und im Heft und was die Leute so enger darunter verstehen, das sind dann doch eher so junge Leute, die an diese ganzen digitalen Technikmöglichkeiten denken. Für mich sollte das aber eigentlich noch mehr umfassen. Ich glaube, für viele Leute fängt das als Hobby an und dann
treffen sie andere Leute und dann ergibt sich natürlich die Idee, das ist ja toll, warum gibt es das denn nicht als Produkt? Also ich glaube, gerade hinter diesen ganzen sehr vielen Startups oder was jetzt im Bereich Crowdfunding passiert, da passiert einfach sehr viel, was denn von der privaten Idee und dann sagt man, okay, ich brauche ein Team und ich brauche irgendwie auch die Möglichkeiten, das zu bauen. Das passiert dann zum Beispiel hier im FabLab und dann kommt da immer eine Firma bei raus. Für andere Leute ist es aber, glaube ich, bleibt es auch einfach das Hobby oder sie finden es so ein bisschen wieder. Also auf der Maker-Fair erlebe ich halt Leute, die eigentlich einen technischen Hintergrund haben, dann aber irgendwie über die Jahre so ein bisschen zum Schreibtischmensch geworden sind, die feststellen, richtig, das hat mich doch früher mal fasziniert und dann feststellen, es gibt halt neue Geräte, neue Ansätze. Es wird einem ja auch viel einfacher gemacht als noch vor 10, 20 Jahren, weil einerseits es die ganze Information gibt, was kann ich machen damit, andererseits gibt es natürlich viel mehr, ich sag mal, Baukästen, viel mehr Sachen, aus denen man sich bedienen kann und relativ einfach dann auch zu Prototypen kommt, egal ob das jetzt tatsächlich für einen Hintergrund ist, der deine Firma ist oder sozusagen für den eigenen individuellen Spaß tatsächlich auch an der Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich das qualifiziert beantworten kann. Ich kann dir nur meine Einschätzung geben, ja. Ich erlebe tatsächlich, dass, was diese Kultur angeht, dass es tatsächlich dass eigentlich beides immer parallel läuft, weil es wächst ja noch. Also wir haben da tatsächlich keine Erhebungen oder Zahlen. Ich merke halt, dass die Leute, die sich mit sowas auseinandersetzen wollen, als Hobby auf jeden Fall steigt. Und ich merke auch, dass zum Beispiel auch gerade in Berlin natürlich die Zahl von Firmen steigt, deren Produkt irgendwas mit Hardware ist, was natürlich auch damit zu tun hat, dass es man keine Riesenfirma mehr braucht, um sowas zu entwickeln. Das ist natürlich genau sowas wie ein FabLab oder ein anderer Ort, der einem solche Tools zur Verfügung stellt, das ermöglicht macht, was vielleicht vorher nur eine große Forschungsabteilung in einem Unternehmen machen konnte. Und ich glaube, das vermischt sich sehr stark und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr individuelles Ding, weil es gibt einfach Leute, die sagen, ich will eine Firma gründen, weil ich würde gerne mit dem, was ich tue, mein Geld verdienen und es könnte ja keinen besseren Job geben als das. Dann gibt es sehr viele Leute, die kommen einfach aus so einer Bewegung, wo das auch so eine Art Freisein von Kommerzialität bedeutet, so nach dem Motto, wir verstehen die Dinge, die wir kaufen, ne, so eine Hacker-Kulturgeschichte und eventuell auch, ich muss mir nicht alles kaufen, weil ich es mir selber bauen kann. Das heißt, das sind, glaube ich, zwei verschiedene Sphären, die überschneiden sich halt, aber es ist halt noch ein bisschen unterschiedlich, was die Leute da rausziehen wollen. Ne? Ich glaube auf jeden Fall, dass es einen Markt dafür gibt, dass man das auch irgendwie verkaufen kann, dass man dieses schöne Neue selber machen so weit runterbrechen kann, bis es wieder so eine Warenform hat, dass man es den Leuten dann einfach als Individualisierung verkaufen kann. Und ich glaube auch, dass das passieren wird und schon passiert. Aber ich glaube, dieser Wunsch tatsächlich selber was zu machen, geht halt nie so ganz weg. Ne? Also da wachsen halt immer neue Generationen nach. Wir merken es auch gerade hier, es sind ganz viele Kinder da. Das heißt, ich glaube, das ist noch im Wachstum alles, wie sagt man, im Wachstum begriffen und daher wird da noch alles möglich sein. Ich glaube halt nicht, dass es jetzt gleich wieder umkippt und dann halt nur so eine schöne Idee war, die dann übrig bleibt als, weiß ich nicht, große Auswahl bei individuellen Kaufoptionen. Sollte Neugier mitbringen. Ich glaube, man hat es schwer, wenn man nicht auf Leute wenigstens ein bisschen zugehen kann, weil ich glaube, wie in allen Räumen muss man sich erstmal trauen, herzukommen. Und ich erlebe hier aber zum Beispiel, dass man sehr schnell Anschluss findet, indem man einfach nachfragt, was machst du denn da? Und dass es dann relativ schnell geht. Und ich glaube, Orte wie das FabLab, egal wo jetzt in Deutschland oder auf der Welt, bemühen sich natürlich auch sehr, neue Leute reinzuholen. Das heißt, hier gibt es Anfängerkurse, hier gibt es Möglichkeiten, erstmal zu schnuppern, erstmal zu gucken, was passiert. Man kann sich hier durchführen lassen. Und ich meine, das Wissen, was man braucht, das kriegt man sehr viel aus dem Internet. Sprich, das ist jetzt gar nicht mal sowas, was man unbedingt bezahlen muss. Ich finde es auch relativ gut, dass es im Wesentlichen dieses Wissen losgelöst hat davon, dass man es an der Uni unbedingt lernen muss oder dass man es, weiß ich nicht, in der Ausbildung oder in der Firma sozusagen mitkriegt. Man kann sich also sehr viel alleine drauf schaffen. Man findet hier Verbündete, die dann sozusagen einem bei den kleinen Problemchen helfen. Und ich glaube, man muss sich einfach trauen, tatsächlich mal was auszuprobieren. Und ganz viel ist ja auch Scheitern dabei. Das heißt, man baut was und dann geht's nicht. Und dann geht's an die Fehlersuche. Und ich glaube, ja, bis auf die Bereitschaft, da seine Zeit und ein bisschen Geld mitzubringen, weil man kriegt auch nicht alles umsonst, ist es das, was man eigentlich braucht. Ich glaube, für Eltern und gerade für Kinder, da gibt's halt, die suchen immer sehr viel nach solchen Angeboten.
Es gibt es ja vereinzelt schon. Hier gibt es halt gerade in den Ferien immer was, am Wochenende sehr viele Projekte für Kinder verschiedener Altersklasse. Ich glaube, es wird immer mehr und man muss es auch so ein bisschen fordern. Also es gibt natürlich Räume dafür, Fab Labs, Makerspaces, zum Teil Bibliotheken, die anfangen, sowas zu machen oder Museen. Das heißt, ich glaube, wenn es das nicht gibt, da wo man ist, dann muss man das vielleicht einfach mal nachfragen, um denn da irgendwie auch so ein bisschen diese Nachfrage tatsächlich zu erzeugen. Andererseits ist natürlich das Internet da auch irgendwie der Freund. Das heißt, gerade auf YouTube oder so, was ja auch Kinder irgendwie, die stehen ja auch sehr auf Video im Internet, da gibt es natürlich tausend Ideen. Ich kriege das selber mit, weil bei uns ganz viele sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch Eltern auflaufen, die total begeistert sind von diesen ganzen Möglichkeiten und irgendwie nach einer Methode suchen, das halt irgendwie umzusetzen. Das heißt, Eltern einerseits fragen uns, was habt ihr für Projekte, die ich mit meinen Kindern zusammen machen kann? Da versuchen wir jetzt auch tatsächlich im Laufe des Jahres ein bisschen darauf einzugehen, weil es einfach eine sehr große Gruppe ist, die immer wieder fragt. Wo wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn Leute kommen und sagen, ich habe das und das jetzt nachgebaut mit meinen Kindern. Und wir so, wow, wir hatten gar nicht drüber nachgedacht, dass das vielleicht auch was für Kinder ist, aber umso besser, ne? Und ich glaube, man kann die auch zum Teil dann gar nicht überfordern. Also die finden da schon die Sachen, auf die sie Bock haben. Und im schulischen Bereich gucken wir jetzt gerade so langsam mal, was wir da machen können. Also wir haben gerade erstmalig in Niedersachsen halt für 8., 9. Klasse Physik einen Artikel mal umstricken lassen als Schulmaterial. Wir sind aber natürlich in der Redaktion bei uns keine Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, wir müssen uns da dann die Allianzen suchen, weil wir schreiben die Artikel so, wie wir denken, dass sie jeder versteht. Um sie dann im Unterricht einzusetzen, müssen sie ja immer noch ein bisschen anders sein und bestimmte Ziele auch verfolgen. Aber wir merken, dass diese Nachfrage einfach da ist und freuen uns da, glaube ich, auch sehr als Redaktion und auch mit diesen Events da mitmachen zu können. Und Thema Events, also ganz klar auf dem Maker Faire, dachten wir halt, als wir das zum ersten Mal gemacht haben vor 4 Jahren, da kommen denn so die interessierten Nerds oder so, aber es ist einfach das Riesenfamilienfest geworden schon im ersten Jahr. Und so diese Ideen von, wir brauchen irgendwie unbedingt Kinderschminken oder so, ist natürlich schön, aber man braucht auch so Events und auch in solchen Räumen gar nicht ein extra Kinderangebot, weil die interessierten Kinder, die suchen sich das selber und die wollen, glaube ich, auch gar nicht was Kindgerechtes kriegen, während nebenan die Erwachsenen die Roboter bestaunen. Ganz im Gegenteil, die wollen mittendrin sein und ich glaube, wir haben auch auf so einer Veranstaltung schon irgendwie hunderten Kindern das Löten und andere Sachen beigebracht. Also die Angebote müssen, glaube ich, da sein und man muss irgendwie auf den Tisch schauen und sagen, das hätte ich auch gern und dann passiert es hoffentlich. Es ist natürlich unabhängig eigentlich vom Alter. Also ich finde das super, nur weil ich über Kinder geredet habe, auch für Erwachsene ist das halt was. Also Beispiel ist halt genau, dass wir auf der Maker Faire Leute treffen, die auch mitten im Berufsleben stehen und dann sozusagen feststellen, da ist ja irgendwie ein Hobby, das ich eigentlich verloren hatte oder eine neue Sache, mit der ich mich gerne beschäftigen würde. Und die werden dann auf so einer Maker Faire vom Besucher. Im nächsten Jahr haben sie dann ihren Roboter dabei, der nicht funktioniert, aber sie haben sich getraut, was zu bauen. Und 2 Jahre später haben sie dann den Roboter dabei, der funktioniert. Und das alles nur, weil sie inspiriert wurden. Und ich glaube, es ist halt nie zu spät, sich damit auseinanderzusetzen. Auch wenn man sich gar nicht davon was erhofft. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine berufliche Fortbildungsmaßnahme oder sowas, sondern es kann ein schönes Hobby sein oder man macht einfach mal was anderes und warum nicht einfach löten? Dafür muss man halt nicht irgendwie Elektrotechnik verstanden haben, sondern es ist dann doch eigentlich nur eine handwerkliche Fähigkeit und von da kann man ja mal gucken, wie es einem denn gefällt. Ist auch nicht, also ich meine, ich kenne viele Fab Labs vom Namen her, ich war halt noch nicht in allen drin, weil ich leider gar nicht die Zeit habe. Ich würde halt so gern mal überall mal besuchen und einfach auch mal so redaktionell oder wie soll ich sagen, reportagemäßig gucken, was gibt es denn da eigentlich, weil die Ansätze und die Räume sind so unterschiedlich wie die Leute, die das machen. Aber hier hat man, glaube ich, schon ein großes Glück, was halt das Geld angeht. Wenn man jetzt von null anfängt, dann hat man ja eigentlich nur ein paar Enthusiasten und einer, ja, ich habe hier noch Werkzeug, ein anderer, ja, ich habe hier noch die Fräse. Je ländlicher es, glaube ich, ist, desto mehr kriegt man dann so auch von der lokalen von Firmen auch was, die dann so ein bisschen aussortieren und die vielleicht auch ganz begeistert sind, wenn ihre Mitarbeiter zum Teil einfach wo mal wieder basteln können. Also ich kriege das, glaube ich, auch stark mit, dass Firmen sich sowas als Vorbild nehmen und dann ihre eigene Forschungsabteilung so ein bisschen offener gestalten und auch sagen, wir könnten ja eigentlich mit den Sachen, die wir da haben, weil wir haben alle Geräte, wir können sie auch in so einer Art Fab Lab hinstellen und dann laden wir einfach mal den ganzen Konzern ein, sich, weiß ich nicht, jeden Freitagnachmittag
da mal auszutoben. Und dann kommen die Ideen dann halt eben nicht nur von den eigentlichen, weiß ich nicht, Ingenieurinnen und Ingenieuren, sondern auch von jemand ganz anderem, der plötzlich sagt, ach, das wäre ja praktisch. Und also das finde ich schon sehr gut. Überhaupt so ein Öffnungsprozess nach außen, ja. Also auch die Nerds dann einfach einzuladen. Genau. Ja, das kann ja auf verschiedene Weisen funktionieren. Also so ein Raum kann ja als Erweiterung von der Firma fungieren, kann an der Uni sein. Also mir hat man gerade neulich erzählt, an der Fachhochschule Niederrhein, die machen Elektrotechnik, die haben auch inzwischen alles so da. Auch in anderen Fachhochschulen, die sind ja eigentlich voll ausgestattet, sie müssten es einfach nur entsprechend öffnen, und das wollen sie halt auch. Ne? Die ärgern sich, dass sie keine Tür nach draußen haben, weil sie dann sonst immer nur eine Einrichtung für die Studierenden bleiben. Und wenn sie einfach eine Tür nach vorne zur Straße hätten und draußen würde groß dran stehen Fab Lab der Fachhochschule und so, und kommen sie alle vorbei und wir machen offene Abende, denn ich glaube, das wollen die Leute auch, diese Bürgerbeteiligung. Was, glaube ich, sehr viel passiert, ist gerade diese Startup-Kultur. Also wir sind hier in Berlin, da passiert tatsächlich sehr viel in dem Bereich. Startup war ja oft einfach so ein Software-Ding. Die Möglichkeiten, die es heute gibt, sind, dass man natürlich auch Produkte inzwischen selber entwickeln kann. Und weiß ich nicht, hier gibt es moderne Wasserkocher, die irgendwie alles anders machen. Ich gerade neulich hier getroffen, Leute, die einen neuartigen Laptop entwickeln, wo man alle Einzelteile austauschen kann. Das Ganze auch mit Nachhaltigkeit, sprich, es wird hier in Berlin von dem internationalen Team entwickelt. Sie nutzen die ganzen Tools des Fab Labs zum Prototypen, wollen dann aber in Afrika tatsächlich die Dinger bauen, wollen tatsächlich also ein Produkt entwickeln, was nachhaltig ist im Wortsinne. Das heißt, das Produkt an sich ist nachhaltig. Wenn was kaputt ist, kann man Einzelteile austauschen. Es wird allerdings auch nachhaltig produziert und soll eine lokale Community stärken in einer Region, wo man eigentlich nicht erwarten würde, dass sowas produziert wird. Das heißt, ich glaube, diese Kreativität, die hier so ein bisschen gelebt wird, die zeigt sich dann auch in der Art und Weise, wie die Firmen sind, die daraus entstehen. Ein Startup, was mir noch einfällt, ist Mr. Beam. Die haben Lasercutter verkauft und vorher gestaltet. Die haben tatsächlich auch als Team von ein paar Leuten angefangen, die einen Lasercutter bauen wollten, mit dem man dann Dinge ausschneiden kann. Das ist auch so ein Gerät, wie hier im Fab Lab steht. Das heißt, ein Laser, computergesteuert, macht da individuelle Teile. Ob das jetzt für wieder weitere Prototypen ist oder halt im künstlerischen Bereich, gibt es ganz verschiedene Sachen. Und die haben auch einfach angefangen, die haben ein Crowdfunding gemacht, wie es in dem Bereich dann eigentlich sehr oft passiert, weil das Gefühl ist, dass man nicht nur hier offen sozusagen mit einer Community entwickelt, sondern dass man auch den Finanzierungs- und Gründungsprozess dann so machen kann. Ne? Das muss nicht so sein, aber ich glaube, da ist eine sehr große Nähe zu dieser Art und Weise, dass man Leute halt einbinden möchte. Und bei Mr. Beam konkret haben die dann einfach von dem Geld sehr viele 3D-Drucker gekauft. Die haben dann einen richtigen großen Lasercutter gekauft, haben mit diesen Geräten dann wiederum ihre Geräte hergestellt und dann verkauft. Also, und sind dann jetzt halt eine Firma, die dann sozusagen von diesem ersten Produkt dann immer weitermacht. Das heißt, ich glaube, das ist auch oft, dass man einfach klein anfängt und dass man auch gar nicht gleich groß werden muss, sondern man wächst halt so, ne? Eine Person mit einer Idee. Man trifft andere Leute, man sucht sich noch jemanden, der Ahnung vom Wirtschaften hat. Dann kommt auf das Crowdfunding, die Prototypen passieren im Fab Lab und irgendwann wächst man dann hier raus. Und ich glaube, es ist auch sehr unterschiedlich, je nach Fab Lab und je nach Makerspace. Es gibt ja unterschiedliche Orte, die sehr ähnlich trotzdem sind, ob das denn auch gewünscht ist oder nicht. Das heißt, die einen Fab Labs sind tatsächlich mehr so firmenfreundlich orientiert, die sagen, gründe doch hier dein Ding und dann wächst du halt raus. Und die anderen sagen, privat ja gerne, aber sobald es irgendwie Richtung Verkauf geht, gehst du woanders hin. Und ich merke auch gerade, dass sich das so ausdifferenziert, dass es einfach verschiedene Orte gibt. Die einen, die wollen es halt als Hobby behalten und die anderen sagen ganz klar, hier startest du dein Business. Bei Makerkultur denke ich einfach an die Community hauptsächlich, an dieses gemeinsam an verschiedenen Dingen arbeiten, und zwar auf verschiedensten Ebenen. Im Internet, wo man sich inspirieren lässt von dem, was jemand anders gebaut hat, denn an Orten lokal, wo man tatsächlich seine eigene Version inspiriert davon baut, wo man sozusagen natürlich den Input von anderen kriegt. Sehr viel wird das natürlich dann auch wieder dokumentiert, wieder ins Internet gestellt. Bei uns im Heft machen wir es halt auch genauso. Das heißt, wir zeigen was, jemand anders baut es nach und 2 Jahre später
trifft man sich dann quasi wieder und sagt, das ist ja toll, da hatte ich mal einen Artikel zu. Und dann sagen die Leute, ja, das habe ich gebaut, weil ich deinen Artikel gelesen habe. Aber guck mal, ich habe hier das verwechselt, verbessert. Und ich sage, ja toll, da machen wir jetzt einfach den Folgeartikel draus. Ne? Also dieses, dass Dinge einfach besser werden, aber halt eben in so einem Entwicklungszyklus, der sehr viele Menschen einschließt und sehr freiwillig ist, das finde ich halt sehr schön. Und ich glaube, das macht für mich auch diese Maker-Kultur aus und gar nicht so sehr die Abgrenzung, was da jetzt eigentlich genau reingehört. Also ob es nur Technik ist oder ob wir eigentlich alles, was Handwerk, Handarbeit, den ganzen kreativen Bereich mit reinnehmen. Zum Internet of Things, das war noch die Frage, ne? Das Internet of Things ist damit, glaube ich, insofern verbunden. Als ich damit angefangen habe, gab es halt diesen Begriff Physical Computing. Das war halt nach dem Motto, wir rechnen halt nicht nur auf dem Computer, sondern diese Mikrocontroller kommen jetzt hinzu. Die gab es halt schon immer, nur konnten die halt nur wenige Leute programmieren. Dann kam halt Arduino, das ist halt so ein wichtiger Player. Das ist einfach so eine kleine Elektronik gewesen, so ein programmierbarer Minicomputer, den man dann nutzen konnte, sozusagen als Adapter an seinem Computer, um mit Sensoren und Motoren Dinge zu bauen, also Roboter oder allerlei Geräte. Und auf einmal konnte man das relativ einfach steuern, ganz klar entwickelt für ein nicht technisches Publikum. Trotzdem noch sehr technisch, aber es geht halt so in Schritten an die Leute heran. Und physical deshalb, weil natürlich da wurde gerechnet, aber da war wieder das anfassbar. Da kam natürlich dieser ganze Bereich 3D-Druckereien. Diese Geräte, das sind ja im Wesentlichen Motoren, die in eine bestimmte Achse gehen. Auch da stecken wieder Arduinos drin. Also diese ganzen Produkte sind so ein bisschen so Lego-Baukastenmäßig, bauen aufeinander auf. Ne? Der eine baut die Platine, der andere denkt sich, damit könnte ich doch mein Gerät steuern. Dieses Gerät baut wieder Bausteine für was anderes und immer so weiter. Und dieses Internet of Things ist eigentlich sozusagen dann eher der industrielle Name in dem Moment, wo diese Bauteile denn jetzt ins Internet gekommen sind. Ne? Das heißt, am Anfang waren die halt mit nichts verbunden oder die brauchten natürlich Strom, dann waren sie mit dem Computer verbunden. Das heißt, man konnte im Wesentlichen Sensordaten, was weiß ich, austauschen mit dem Computer. Und jetzt Internet of Things, inzwischen ist es so billig und so klein, dass diese Teile eigentlich Sendemodule geworden sind. Das heißt, ich kann so ein Teil irgendwo hinkleben, ich packe eine Batterie dran als Stromversorgung, dann kann mir das den Raum überwachen, temperaturmäßig. Ich kann es aber auch irgendwie, weiß ich nicht, draußen zur Klimaüberwachung einbauen und sowas. Und in dem Moment, wo es diesen Namen Internet of Things bekommen hat, sprich das Internet der Dinge, sind nicht nur mehr die Leute und die Server sozusagen online, sondern jede Menge Dinge, dann kann man sich natürlich sehr viel vorstellen, was da eigentlich alles noch rein könnte. Ne? Und auf einmal ist so ein Modul in jedem Kühlschrank, in jedem Gerät im Haushalt, das ist ja so ein bisschen die Idee. Ich glaube, die Maker haben, egal ob sie das jetzt Internet of Things nennen oder nicht, haben schon immer einfach diese Tools benutzt, diese Arduinos und so weiter, und haben sich halt gedacht, wo könnte ich das noch einbauen? Und haben dann vielleicht irgendwann, als der Begriff aufkam, festgestellt, ach so, diesen drahtlosen Drucker, der mir irgendwelche Tweets aus dem Internet ausdruckt oder jeden Morgen das Wetter, das ist wohl so ein Internet of Things Gerät. Oder dieser, dass ich mein Thermostat zu Hause steuern kann über so ein Internetmodul über mein Handy, habe ich mir selber gebaut. Ach, das ist jetzt Internet of Things. Das heißt, ich glaube, das ist immer so eine Frage, wenn man mit der Industrie redet, dann muss man den Begriff halt immer fallen lassen und inzwischen versteht das ja auch jeder. Und allgemein ist der Tatsache aber einfach, dass wir überall halt diese Teile einbauen und sie jetzt auch internetfähig sind. Ich würde erwarten, dass in den nächsten 5 Jahren einfach mehr dieser Orte hier entstehen. Ob man sie jetzt FabLab nennt, so wie nach diesem Konzept vom MIT. Es gibt sehr viele Makerspaces, die im Wesentlichen dasselbe sind. Hackerspaces ist auch ein Begriff, der kommt so ein bisschen aus der Hackerkultur. Das vermischt sich alles so ein bisschen. Ne? Da kommen dann noch die offenen Werkstätten rein, die auch interessiert sind an neuen Werkzeugen. Und am Ende hat man dann einfach so eine Gruppe von Orten. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und auch nicht, dass man dann nur denkt, wir sind hier im FabLab Berlin, weil das ist ja schon eine große Stadt. Ich würde mir wünschen, und ich hoffe das auch, dass das halt einfach so ein Konzept wird, was ein bisschen flächendeckender ist. Nicht nur im ländlichen Raum, sondern auch eine Stadt von fast 4 Millionen kann irgendwie mehr als einen Ort gebrauchen, wo man dann halt irgendwie nur 100 Leute reinkriegt. Sprich, wenn das so verbreitet ist wie ein Bäcker oder ein Copyshop oder so, dann würde mich das halt persönlich sehr freuen, weil ich auch denke, dass es irgendwie allen hilft, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Wir sehen ganz stark in Amerika und auch in Deutschland, dass die Bibliotheken sehr interessiert sind an dem Thema, weil sie schon immer Orte der Wissensvermittlung waren. Die auch feststellen, natürlich, allein der Verleih von Büchern ist halt nicht nur das Einzige, was man machen kann. Also warum kaufen wir uns nicht einen 3D-Drucker, haben Experten und vermitteln den Leuten auf diese Art und Weise Wissen über Technik.
Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Und ich glaube, wir sehen in den nächsten paar Jahren noch viel mehr, dass solche Orte, wo man es gar nicht dachte, sich in so einen Bereich wenden. Und natürlich wird das Ganze im Internet zunehmen. Das heißt, immer mehr Leute werden verstehen, ach ja, das heißt Maker oder Maker-Kultur oder so. In Deutschland ist es natürlich so ein Neologismus. Das heißt, das hat es erstmal so ein bisschen schwer und die einen denken, brauchen wir nicht. Sowas gab es doch schon immer. Und die anderen sagen, ich mag das Wort nicht. In Amerika oder England ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil es sich das sofort erschließt. In Deutschland, Macher sind ja doch irgendwie was anderes. Es geht ja so, ne, es geht nicht nur ums Basteln, aber es geht ja ums Tun. Und ich mag das eigentlich, weil es ein schöner Begriff ist, der sehr offen ist. Das ist ja eigentlich, Machen ist ja so das Grundlegendste, was man irgendwie so als Mensch vielleicht tun kann. Alles, was man macht, macht man. Und würde also hoffen, dass sich das einfach noch so ein bisschen ausbreitet, dass einfach Leute denken, das ist ein schönes Hobby, dass auch irgendwie Leute denken, wie bei mir zum Beispiel, irgendwie, was mache ich denn jetzt mit meinen Hobbys, mit meinem halben Studium oder so, was kann ich da tun, dass sozusagen diese Kreativität, die aber in vielen Leuten drin ist, dass die in dem Fall eine Möglichkeit findet, tatsächlich, dass man auch in dem Bereich arbeitet. Und das finde ich sehr schön und ich glaube auch, dass das zunehmen wird. Das ist eigentlich genau eine Sache, die ich auch persönlich gesehen habe, weil ich war halt als Zivildienstleistender im Jahr 1999, habe ich beim Webmobil mitgemacht. Das war eine Aktion in Nordrhein-Westfalen, eine medienpädagogische Aktion. Wir sind in den ländlichen Raum gefahren, haben Internetcafés dort für einen Tag aufgebaut, haben den Leuten in den Jugendzentren also gesagt, deshalb solltet ihr euch Computer anschaffen, deshalb braucht ihr einen Internetzugang. Also es ist 16 Jahre her, 17 Jahre. Macht doch mal ein Internetcafé, macht doch nicht nur Töpfern und Fußball. Und das war sozusagen ein bisschen Grundlagenarbeit, ne? Das war halt auch vom Familienministerium gefördert. Und 15 Jahre später macht sozusagen mein damaliger Zivildienstarbeitgeber dasselbe im Bereich Fab Labs. Das heißt, die haben sich jetzt, fahren nicht mit einem Transporter voller Computer rum. Und damals waren es noch sehr große Hardware. Das heute in einen Koffer passt, war damals 10 große Bildschirme und so weiter. Und die fahren heute mit ihrem FabLab-Bus auf die Dörfer und zeigen, richte doch in deinem Jugendzentrum FabLab ein. Also gerade in dem Bereich, ne, egal ob es das Jugendzentrum ist, die Schule, die offene Werkstatt, die Bücherei oder so, das sind halt so Orte, wo die Leute zusammenkommen. Und ich glaube, ich mag das sehr gern, weil es auch zeigt, dass es gar nicht unbedingt immer kommerziell sein muss. Natürlich könnte sich jetzt irgendeine Firma aufstellen und sagen, wir verkaufen das jetzt als Konzept und wir gehen jetzt überall hin, wie so ein Waschsalon oder so, oder wie eine Restaurantkette, aber ich glaube, ich finde es eigentlich charmanter, weil es ja eigentlich ein Bildungsthema ist auch und das finde ich dann eigentlich bei den üblichen Trägern auch ganz gut aufgehoben. Dieses Jahr nimmt das mit den Maker Faires, also nicht überhand, aber es geht quasi gerade los, wir haben es halt 3 Jahre lang immer nur in Hannover gemacht, letzten Herbst sind wir in Berlin dazugekommen. Und das bleibt auch so. Das heißt, die nächste Maker Faire in Deutschland ist tatsächlich in Hannover, 27. bis 29. Mai. Es gibt dann wieder 30. September bis 2. Oktober in Berlin. Das heißt, das sind die zwei, die wir tatsächlich auch selber veranstalten. Und in Lizenz von uns war vor kurzem die erste große Maker Faire in Dortmund, die Maker Faire Ruhr. Die wird auch wohl nächstes Jahr wiederkommen. Und die nächsten Termine sind jetzt tatsächlich im April in Wien. Erstmalig sind wir da in Österreich. Und im Herbst tatsächlich in Zürich und in Köln. Und ich habe noch vergessen, am Bodensee in Ludwigshafen. Und das sind so die Termine für dieses Jahr. Und wir breiten uns da gerade so ein bisschen aus. Das heißt, es gibt da inzwischen 150, also ich glaube dieses Jahr sogar 180 Geschichten weltweit. Auch es war halt erst Amerika, dann war es ein bisschen in Europa. Jetzt gibt es auch, es war gerade eine in die erste in Kairo, in Phnom Penh ist eine, in Kiew. Das heißt, es erreicht so langsam alle Winkel der Erde und wir sind dann so ein bisschen für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig. Standfoto? Ja. Perfekt.